Guten Morgen zusammen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Heute geht es um das Thema Corporate Coworking und Revolution am Arbeitsplatz. Wir haben heute das Glück, dass wir zwei führende Anbieter in dem Bereich Coworking haben, mit Oliver Lehmann, den Geschäftsführer von Mindspace, und mit Daniel Grimm, den Dachgeschäftsführer oder Business Development Leiter von IVG. Die meisten kennen die Marke unter Regus. Wir haben wieder über 250 Anmeldungen. Wir freuen uns heute, wie gewohnt, auf eine interessante Diskussion. Zu unserem Format nochmal. Real Estate Brains ist ein Format, das wir zusammen mit Swiss Circle, Swiss PropTech und Build World machen. Zum siebten Mal. Wir haben mittlerweile fast 2000 Menschen oder Besucher in unseren Veranstaltungen gehabt. Ja, und freuen uns sehr heute auf den Tag. Mario, dann darf ich gleich zu dir übergeben. Danke, Wolfgang. Guten Morgen von meiner Seite. Ja, Real Estate Brains, was ist das Ziel mit diesem Format? Wir wollen den Austausch und die Meinungsbildung in der Dachregion für Immobilienprofis stärken. Wir versuchen das, indem wir regelmäßig, also im wöchentlichen Takt, aktuelle Themen aufgreifen und diese zur Diskussion bringen. Es geht auch in diesem Wochentakt weiter und so darf ich einen kurzen Ausblick geben auf die nächsten bevorstehenden Sessions. Das wäre nächsten Dienstag, tauchen wir ins Thema Digitalisierung und Innovation ein, betreffend der Zukunft der Arbeit. Also wir werden verstärkt uns mit dem Thema Arbeit auseinandersetzen. Wir dürfen dort Vertreter von Microsoft, von Digital Switzerland, aber eben auch dem Es ist mir gerade entfallen. Fraunhofer-Institut, genau, aus Deutschland begrüßen. Und ich glaube, das wird eine sehr spannende Diskussion zu diesem Thema. Dann die Hospitality wird die Woche darauf thematisiert mit Vertretern aus der Dachregion. Und die Woche darauf dann, das ist dann der 9. Juni, werden wir uns dem Thema Bau annehmen. Und ich glaube, damit schließt sich unser Kreis mit den Themen über den ganzen Lebenszyklus von Immobilien. Und wir freuen uns, Sie auch da bei den weiteren Sessions wieder begrüßen zu dürfen. Jetzt, bevor es losgeht mit der Diskussion, wird Ihnen Jonas noch technische Instruktionen geben, wie gewohnt. Und ich freue mich auf die heutige Session. Besten Dank. Ja, besten Dank, Mario. Auch herzlich willkommen von meiner Seite in die Runde zum Thema Coworking. Wir haben wieder Fragen für Sie vorbereitet mit dem Menti-Code 451519. Bitte ganz kurz einblenden für Sie: www.menti.com 451519. Fünf knackige, kurze Fragen sowie eine offene Frage zum Thema Büro, Arbeitsplatz der Zukunft und die aktuellen Herausforderungen für Sie beim Thema Homeoffice. Wir freuen uns auf die Mitwirkung. Wie gesagt, www.menti.com. Gerne mit dem Smartphone sich einloggen und dem Code 451519. Genau. Ich gebe weiter wieder an Roman. Herzlichen Dank und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sind bereits in der siebten Woche in Folge und präsentieren Ihnen die hellsten Köpfe der Branche. Bis heute waren schon 17 Real Estate Brains bei uns auf der Bühne, haben ihr Expertenwissen mit Ihnen geteilt. Heute haben wir drei neue Experten bei uns zu Gast. Ich begrüße ganz herzlich Oliver Hoffmann, CEO von Wincasa. Wincasa ist der größte Property Manager der Schweiz, gehört zur Swiss Prime Site, wiederum die größte kotierte Immobiliengesellschaft der Schweiz. Wincasa bewirtschaftet über 200.000 Objekte. Sie betreuen Objekte mit einem Anlagewert von über 71 Milliarden Schweizer Franken. Sie sind an 31 Standorten in der Schweiz zu Hause. Sie oder Oliver Hoffmann wird unser Thema aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchten können. Einerseits ist er Arbeitgeber von gegen 1.000 Mitarbeitenden und andererseits ist er Property Manager von über 200.000 Objekten. Also diese beiden Perspektiven wird er bei uns einbringen können. Aktueller Hintergrund ist auch das soeben bezogene neue Gebäude in Zürich, der neue Hauptsitz der Wincasa, Jons. Da sind jetzt gerade die Bezugsarbeiten im Gang. Diese Woche war die zweite Hälfte der Wincasa-Belegschaft da, das erste Mal zu Hause. Und da ist natürlich Corporate Coworking bzw. Flexible Workspace ein großes Thema. Dann begrüße ich ganz herzlich Daniel Christoph Grimm.
Er ist Development Director von Deutschland und Österreich, der IVG. Wie Wolfgang schon gesagt hat, kennt man IVG als Mutter von verschiedenen Brands, wie zum Beispiel Regus oder Spaces. Sie sind an 3500 verschiedenen Standorten zu Hause in 120 Ländern, sind natürlich damit eine der größten überhaupt. Sie haben in Deutschland nur schon 125 Standorte und in der Schweiz auch 30. Dann ganz herzlich willkommen auch Oliver Lehmann, General Manager von Mindspace, Deutschland und Österreich. Sie sind auch Anbieter von Coworking Spaces. Sie sind die jungen Herausforderer, vielleicht die jungen Wilden, wir werden es sehen. Sie sind noch sehr jung, weil sie wurden erst 2014 in Israel gegründet, sind bereits in 30 Städten präsent und in sieben verschiedenen Ländern, auch schon 260 Mitarbeitende. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, inspirierende Büroarbeitsplätze für kurze und längere Mietdauern anzubieten. Ob Ihnen das gelingt, das hoffen wir heute auch in Erfahrung zu bringen und natürlich auch, was die Auswirkungen der momentanen schwierigen Situation sind. Deshalb habe ich auch die Frage über den heutigen Anlass gestellt, führt Corporate Coworking zu einer Revolution am Arbeitsplatz? Da würde ich bitten, Oliver Hoffmann, beginn doch den Reigen. Jeder der drei Referenten hat ein Impulsreferat und ein paar Statements, die dann später zur Diskussion überleiten werden, die dann von Wolfgang geführt wird. Bitte schön, Oliver. Okay, besten Dank. Freue mich sehr, hier zu sein. Vielleicht nochmals kurz den Kontext, den Roman bereits erwähnt hat. Wir sind ein Property Manager, und zwar ein kaufmännischer Property Manager, nur aktiv in der Schweiz. Das heißt, ein Dienstleister, der selbst keine Immobilien besitzt. Wir sind in der Schnittstelle zwischen Eigentümer und Mietern aktiv. Unsere Kunden, Eigentümer, sind institutionelle Investoren, Banken, Versicherungen, Pensionskassen. Das ist wichtig für den Kontext. Und im Bereich der Mietobjekte kann das von einem Parking, Nebenfläche bis hin zu einer großen Shoppingfläche reichen und natürlich dann auch Büroflächen, was ja heute dann das Thema ist. Wir sourcen eigentlich die infrastrukturellen und technischen Dienstleistungen im Bereich des Gebäudemanagements aus. Das heißt, die vollbringen wir nicht selbst. Corporate Coworking oder flexible Arbeitsplätze ist bei uns schon länger ein Thema. Historisch gesehen waren wir da nicht sehr advanced, muss ich sagen. Zwei Drittel unserer Workforce hat eigentlich bis letztes Jahr an einem fixen Arbeitsplatz mit fixem Desktop gearbeitet. Und es ging jetzt eigentlich über die letzten zwei, drei Jahre darum, in die Transformation zu gehen. Einerseits eine technologische Transformation herbeizuführen und andererseits eine firmenkulturelle Transformation. Das heißt, dass eines der großen Ziele unserer Firma ist, eigentlich die Workforce und die Art der Arbeit komplett zu flexibilisieren. Wir haben uns dann letztes Jahr entschieden, alle 1000 Mitarbeitenden mit mobilen PCs auszustatten, in die Cloud zu gehen mit MS Teams, um hier auch virtuell völlige Freiheit zu erlangen. Wir haben uns eine Mission gegeben, die nennt sich Convenience Any Room, Any Time, und das gilt für alle Stakeholders. Das wollen wir eigentlich gegenüber allen Stakeholdern zur Verfügung stellen können. Das heißt auf der Eigentümerseite, auf der Mieterseite und natürlich auch der Mitarbeiterseite. Aus meiner Sicht geht dieses Thema in eben die Richtung, die Flexibilisierung der Workforce in den Dimensionen Zeit, Ort und Kompetenz. Das heißt, unabhängig wo ich bin, muss ich irgendwie völlig flexibel arbeiten können, ob es jetzt am Morgen früh, am Abend spät ist, ob ich unterwegs bin, zu Hause oder beim Kunden. Und ich glaube, das ist der Kontext, und ich kann dann nachher gerne noch ein bisschen ausführen, wie wir das an den physischen Standorten, es wurde das Beispiel Yond erwähnt, unser neuer Hauptsitz, wie wir das dort umgesetzt haben. Herzlichen Dank, Oliver, für diese einleitenden Worte. Jetzt gehen wir rüber zu den Anbietern von Coworking Places oder Flexible Working.
und begrüßen Daniel Christoph Grimm von IBG, wie wir gehört haben. Bitte, Daniel, was sind deine einleitenden Worte? Ja, moin moin aus Hamburg heute. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Ich glaube, viele von den Themen, die Oliver Hoffmann gerade angesprochen hat, sind Treiber, die diese ganze Entwicklung Corporate Coworking massiv anschieben. Digitalisierung, Flexibilisierung, sowohl in der Raumnutzung als auch in der Arbeitsweise. Und die aktuelle Situation durch Corona beschleunigt im Endeffekt diesen Wandel im Arbeitsleben, diesen Wandel in der auch Büronutzung und beschleunigt damit Trends, die wir schon in den letzten Jahren gesehen haben. Es gibt ja viele Berichte von oder auch Prognosen von Maklerhäusern, von Zukunftsforschern, selbst von Investmentbanken, was das Thema Coworking, Flexibilisierung angeht. Sicherlich wird die aktuelle Situation und eine mögliche Rezession dem Ganzen so ein bisschen einen Dämpfer versetzen. Aber die Grundthematik Flexibilisierung, Digitalisierung als Treiber und auch das Thema, ja, wie sieht eigentlich Arbeit im Jahr 2020 und auch in der Zukunft aus, das wird sich nicht verändern. Im Gegenteil, viele haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Remote Work in den letzten Wochen. Es hat nicht alles perfekt funktioniert. Nicht jeder hat rechtzeitig sozusagen die digitale Infrastruktur geschaffen. Ich habe mit vielen Teilnehmern aus der Immobilienbranche gesprochen in den letzten Wochen und da sind einige sozusagen zu Beginn der Beschränkungen zum Mediamarkt gefahren und haben noch eine Ladung Laptops besorgt, weil eben dort noch viele Mitarbeiter tatsächlich auch im Desktop-PC arbeiten. Von daher, wir sehen sehr zuversichtlich, sehr optimistisch in die Zukunft, weil wir glauben, dass dieser Wandel, der jetzt sozusagen gezwungenermaßen sich beschleunigt hat, unser Produkt flexibles Arbeiten weiter, ja, die Nachfrage weiter steigern wird. Das heißt, mittel- und langfristig sehen wir enormes Wachstumspotenzial. Aber ich glaube, es ist auch ganz klar, in der Rezession, die jetzt auf uns zukommt, werden wir auch kurzfristig die eine oder andere Eintrübung sehen. Nicht jeder Standort wird weiterhin gut laufen und sicherlich wird auch die Konsolidierung unserer Branche sich beschleunigen. Sehr gut, danke vielmals. Daniel, du siehst die Zukunft ja sehr optimistisch, das ist nachvollziehbar. Ist das auch bei dir, Oliver Lehmann, so? Ist das auch bei euch? Eigentlich seid ihr optimistisch und denkt ihr, dass euer Geschäftsmodell das Modell der Zukunft sei? Grundsätzlich, um die Frage kurz zu beantworten, ja, das auf jeden Fall. Morgen erstmal an alle. Vielleicht ganz kurz nochmal zu Mindspace. Viele kennen natürlich, was Daniel Grimm vorgestellt hat, Regus und IBG als einer der globalen oder größten Anbieter. Bei Mindspace, was wir uns so zur Aufgabe gemacht haben, ist, dass wir flexible High-End-Büros, die auch zugeschnitten sind auf die wachsenden Anforderungen der weltweit führenden Corporates und kleinen mittelständischen Unternehmen zur Verfügung stellen wollen. Wir haben eine große Auswahl an privaten und maßgeschneiderten Büros, Teams bieten und Arbeitsbereiche, wo auch in jedem einzelnen Gebäude Community Manager, Operation Manager zur Verfügung stehen für die Teams. Das heißt, wir sehen uns nicht unbedingt als Coworking, sondern eher als Flex Office Anbieter. Wir sind an 31 Standorten momentan vertreten, USA, Großbritannien, Deutschland, Niederlande, Rumänien, Polen und Israel und haben aktuell in unserem Portfolio ca. 90% private Büros. Der Rest, also weniger als 10% aktuell, macht überhaupt den Coworking aus, weil wir halt auch sagen, Flexible Working ist halt nicht nur für einen Freiberufler oder kleine Startup, sondern halt auch größere Unternehmen. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen wie Mercedes-Benz, E.ON, GoPro, Barclays Bank, Taboola, die halt seit langem da auch schon, sage ich mal, Coworking und Flexible Office als eine Workplace oder Workspace-Lösung für ihre Teams entdeckt haben. Und ich glaube, ja, diese Covid-19-Pandemie, die hat das Leben von uns allen, glaube ich, und die Arbeitswelt, wie wir sie kennen, glaube ich, sehr schlagartig über Nacht verändert. Und während natürlich dieses Arbeiten von zu Hause aus mit den heutigen Technologien möglich ist, erweist sich für mich dennoch irgendwo in verschiedenen Aspekten sehr als herausfordernd. Auch aufgrund, wir sind Menschen, wir wollen die sozialen Kontakte und auf ewig zu Hause sitzen, glaube ich, kann auch nicht die Lösung für jemanden sein. Und deshalb wird dieses physische Büro definitiv nicht obsolet werden. Und wir sehen halt auch in den letzten Wochen, dass die Mitglieder in die Büros zurückkommen. Deshalb hinzu kommt, glaube ich,
was halt auch ganz wichtig ist, dass einfach die Menschen, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, diese sozialen Kontakte haben wollen, diese vielen Synergien, die geschafft werden über die Unternehmen, wenn sie miteinander zusammenarbeiten. Und deshalb blicken wir dem Ganzen auch langfristig gesehen positiv dem Ganzen entgegen. Perfekt. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank an die Runde für die Eingangsstatements. Ich würde zurückgehen zu Oliver Hoffmann. Oliver Hoffmann hat ja so eine Dreigestirnrolle. Zum einen ist er Nutzer und sitzt selbst im Büro mit seinen Teams. Auf der anderen Seite ist er als größter Property Manager auch mit so einer beratenden Funktion unterwegs. Und auf der anderen Seite vertritt er natürlich den Asset Manager als Vermieter. Vielleicht, Oliver, erzählst du mal so ein bisschen aus Sicht des Property Managers, was Corona bei euch bedeutet hat und der Lockdown. Und seid ihr einfach alle nach Hause gegangen oder war da noch was los? Nee, wir haben die Schotten dicht gemacht, nur noch den Bauchnabel ein bisschen gekrault und nichts mehr gemacht. Nee, Spaß beiseite. Glücklicherweise im Unterschied zu vielen anderen Firmen hier in der Schweiz, die vom Lockdown da wirklich stark betroffen wurden, haben wir ja eine indirekte Funktion und arbeiten für zwei Seiten. Das bringt genügend Arbeit. Wir haben rund etwa 90% der Mitarbeitenden ins Homeoffice gesandt. Wie ich erwähnt habe, war das eine glückliche Fügung, muss ich schon sagen, dass wir die Leute im ersten Quartal ausgestattet hatten mit diesen mobilen PCs. Wir haben dann die Firma selbst in zwei Gruppen aufgeteilt. Splitwork kennt ihr alle, Gruppe A, Gruppe B, haben uns im Wochenrhythmus dann eigentlich abgewechselt, wobei während des Lockdowns die Maxime war, wenn immer möglich zu Hause bleiben und Homeoffice-Arbeit verrichten. An der Kunden- oder an der Businessfront muss ich sagen, wir betreiben ja auch etwa 90 Shopping-Center, kleinere und größere. Größeres in der Schweiz, Seal City zum Beispiel in Zürich oder in Basel den St. Jakobspark, Genf, La Prairie. Da mussten wir 30 Shopping-Center komplett schließen und 60 konnten wir teilweise geöffnet halten, wobei das eigentlich nur der Zugang zu den Nahrungsmittelherstellern oder Vertreibern und dann auch Gesundheitsbereiche offen gehalten werden konnten. Es war eine kleine Herausforderung, denn es braucht ein bisschen zusätzliche Sicherheit, es braucht zusätzliche Reinigungsgänge. Die sind wir jetzt langsam wieder am Öffnen. Dann hatten wir in relativ kurzer Zeit 2000 oder über 2000 Mietzinsbegehren für Herabsetzungen, Stundungen und so weiter. Das war dann auch interessant zu sehen. Diese mussten wir ja koordinieren auf der Eigentümerseite. Da gab es dann auf der Eigentümerseite eigentlich alle Reaktionen von den Softies bis zu den Hardlinern. Und das konnten wir dann aber glücklicherweise gut koordinieren. Da gab es viele individuelle Lösungen. Dann hatten wir noch den 31. März, der dazwischen fiel. Das ist ein großer Umzugstermin hier in der Schweiz für Wohnungsübergaben. Wir hatten 1000 Wohnungsübergaben. Und da war eigentlich auch lange nicht geregelt oder gar nicht geregelt vom Staat, sollen die jetzt durchgeführt werden oder nicht. Da haben sich dann die Verbände und auch die größten Property Managers zusammengetan und beschlossen, wir ziehen jetzt das durch. Halt ein bisschen auf unkonventionellere Art und Weise. Das heißt, man hat die Übergaben dann zum Beispiel draußen gemacht mit dem Mieter und dem Nachmieter und der Bewirtschafter ist dann halt in die Wohnung selbst rein und hat die Abnahme alleine vorgenommen. Auf der Bauprojektseite, wir begleiten auch etwa 1,7 Milliarden Bauvolumen pro Jahr. Das sind Umbauten und auch Neubauten. Da gab es auch verschiedene Verschiebungen von Projekten. Wie das sich dann langfristig gestaltet, wissen wir nicht. Es gab zwei Kantone, die haben eigentlich die Arbeit auf den Baustellen praktisch komplett verboten, Kanton Tessin, also an der Grenze zu Italien, wo natürlich viele Grenzgänger auch auf der Baustelle arbeiten und dann in Genf, ähnliches Bild, auch dort viele Grenzgänger aus Frankreich. Grundsätzlich gut gelaufen, natürlich wissen wir nicht, wie sich die Zukunft abzeichnet, es wird sicher Insolvenzen geben, vermehrt auch Inkassofälle auf der Mieterseite. Die Stimmung bei unseren Leuten ist eigentlich gut. Man hat festgestellt, man ist ziemlich effizient im Homeoffice. Aber es sind natürlich alles Zusatzbelastungen zur normalen Arbeit, kommen halt alle diese Spitzen von den Arbeiten, die ich erzählt habe. Aber im Grundsatz
sind wir eigentlich zufrieden und wir haben das Gefühl, auch von den Rückmeldungen von den Eigentümern und Mietern her, wir konnten das relativ gut stemmen bis jetzt. Jonas, zeig noch mal kurz die Menti-Umfrage. Also Sie können bei uns hier an zwei Ebenen teilnehmen. Einmal über den Chat und ganz normal Fragen stellen. Da ist wichtig, dass Sie die Fragen an alle stellen, dass auch alle Teilnehmer das sehen. Hier sieht man so ein bisschen die größten Herausforderungen. Man stellt fest, dass IT das wenigste Problem ist und Mitarbeiterführung in virtuellen Teams noch eine Herausforderung. Und auch die Kommunikation, aber natürlich, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, die meisten setzen Microsoft Teams und andere Channels ein, um im Team zusammenarbeiten. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Vielleicht blätterst du gleich nochmal um, dann sehen wir auch die nächsten Umfragen. Also die Grafiken lassen wir Ihnen zukommen. Jetzt wechseln wir gleich mal zu den beiden Coworking-Anbietern und wir fangen mal mit Daniel an. Wie war es bei euch in der Corona-Krise? Waren die Center offen, geschlossen? Was ist denn da, also wie war es bei euch? Ja, also wir hatten tatsächlich weltweit praktisch alle Center geöffnet. Ich sage jetzt mal von temporären Schließungen für Deep Cleaning abgesehen. Also in den Fällen, wo es Corona-Verdachtsfälle gegeben hat, das war aber überwiegend in China, haben wir natürlich die Center vom Markt genommen und einmal komplett desinfizieren lassen. Aber alle Center sind grundsätzlich geöffnet geblieben. Was so ein bisschen, wie soll man sagen, eine schizophrene Situation war oder immer noch zum großen Teil ist. Die Kunden bleiben zu Hause, die Centers sind alle, sagen wir mal, im Vollbetrieb. Wir haben natürlich so ein bisschen die Herausforderung, wir wollen dem Kunden oder den Kunden, die ins Center kommen, natürlich den vollen Service wie gewohnt bieten, weil wir ja eine, sagen wir mal, Alternative zum eigenen Büro, zum Homeoffice sein wollen, die funktioniert, sprich ein funktionierender Rezeptionsservice, funktionierenden Support. Und was wir gemerkt haben, die Kunden, die gekommen sind, die haben das sehr wertgeschätzt und auch das angenommen. Und B, unsere Angebote an, sagen wir mal, Remote-Services wie Telefonannahmeservice, Postannahmeservice, die sind nochmal verstärkt gebucht worden. Das heißt, viele unserer Bürokunden haben festgestellt, es gibt hier noch zusätzliche Services, die wir nutzen können, wo wir diese, sage ich mal, die Schnittstelle zwischen Homeoffice und dem Büro bei Regus oder Spaces, sagen wir, noch weiter optimieren können. Sprich, ich muss nicht mehr rein, um meine Post abzuholen, ich kann mir die auch scannen lassen, ich kann meine Anrufe weiterleiten lassen ins Callcenter von IWG. Also wir haben aber versucht, sage ich mal, der Situation auch was Positives abzugewinnen. Es gibt ja natürlich momentan wenig Besichtigungstouren, ist klar. Die Anzahl der Anfragen ist auch temporär massiv eingebrochen, aber wir sind, sagen wir mal, bei den Bestandskunden zeichnet sich eigentlich ab, dass die meisten verlängern werden, bleiben werden und dass tatsächlich auch der ein oder andere zusätzlich jetzt Räume bucht, um eben seine Mitarbeiter so ein bisschen auseinanderzuziehen und einen potenziellen zweiten Lockdown sozusagen sich darauf vorzubereiten. Oliver, wie ist es bei euch? Also ihr seid ja, in Israel war es ja ganz massiv, da sind ja mal alle erstmal zu Hause geblieben und auch mal elektronisch überwacht. Wie ist es denn in Deutschland gewesen? In Deutschland hatten wir den Vorteil durch die lokalen Vorschriften, dass wir ganz gewohnt unsere Mindspaces geöffnet haben konnten. Wir haben auch unseren Mitgliedern versucht, die Rückkehr ins Büro so, sag ich mal, so einfach wie möglich zu erleichtern, haben dafür einen sogenannten Mindspace-Seal entwickelt, was Maßnahmen zeigt, die wir in jedem einzelnen Land ergriffen haben, da sie halt auch in jeden einzelnen Ländern unterschiedlich sind. Wir sehen das in den USA, komplett andere Anforderungen gegeben werden als in Deutschland. Wir haben unter anderem in Deutschland zum Beispiel unsere Raumlayouts verändert in den Community-Bereich und in den Offices. Wir haben neue Services entwickelt, die auf unsere Spaces zugeschnitten sind, um auch da wieder unseren Mitgliedern zu ermöglichen, sich im Office sicher zu fühlen. Wir hatten vorher schon einen sehr, sehr hohen Cleaning-Standard, den haben wir verdoppelt. Wir haben dedicated Leute, die den ganzen Tag in den Büros laufen, um die sozusagen diese meistgenutzten Touchpoints immer wieder zu desinfizieren. Wir haben die Belüftungssysteme verbessert, haben die Lüftungszyklen verlängert, Handdesinfektion in Küchen, an Fahrstühlen, in der Nähe von Meetingräumen, in der Rezeption, in Sanitärbereichen platziert und haben zusätzlich am Höhepunkt der Corona-Krise auch zusätzliche Dienstleistungen angeboten, wo wir unseren Membern ermöglicht haben, die Büromöbel und Büromaterial sich aus dem Büro hier ausleihen zu können und mit nach Hause zu nehmen, damit sie halt auch während
der Zeit, sage ich mal, wenn sie zu Hause sind, ein professionelles Arbeitsumfeld haben können und haben zusätzlich auch noch eine eigene digitale Plattform erstellt, die heißt Virtual bei Mindspace für Online-Aktivitäten, weil wir gesagt haben, wir wollen dann irgendwo auch die Mindspace-Community und die Atmosphäre dann zu unseren Mitgliedern nach Hause bringen und haben dort auf der digitalen Plattform Online-Aktivitäten wie Business-Workshops mit hochrangigen Rednern, also TED-Referenten zum Beispiel, zur Verfügung gestellt, Business-Seminare, Online-Sport- und Wellness-Sitzungen, also was man alles kennt, Yoga, Meditation, Ernährungskurse und so weiter. Und glaube, das hat uns auch sehr gut geholfen, in der Krise mit unseren Membern in Kontakt zu bleiben und den Kontakt zu halten. Jetzt springe ich mal zu dir, Oliver. Du bist heute mit dabei, weil ihr ein komplett neues Büro entwickelt habt, neues Bürokonzept. Und das geht jetzt gerade in Bezug. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was dazu, was für euch da die Herausforderung war, wo ihr jetzt steht und was so deine Erfahrungen sind. Gerne. Wir sind ursprünglich in Winterthur angesiedelt. Das ist irgendwie so 30 Minuten außerhalb von Zürich Richtung Flughafen. War ursprünglich eine Industriestadt und wir haben seit 1999 eigentlich dort unseren Hauptsitz, wo wir eher, sagen wir mal, in einem Verwaltungsgebäude saßen mit suboptimalen Voraussetzungen für die modernere Welt. Wir hatten dort pro Mitarbeiter etwa 25 Quadratmeter Nutzfläche. Nicht, dass wir versucht haben, dort zu verdichten. Es gab sehr viele Verkehrsflächen. Die Büros waren eher kleinteilig und wenn man das wirklich hätte umbauen wollen in modernere Büroflächen, das hätte sehr, sehr viel Geld gekostet. So haben wir dann Ausschau gehalten nach einem neuen Standort und sind dann irgendwann auf Zürich-Albisrieden gekommen. Da gab es mal ein ursprünglich ehemaliges Siemens-Industrieareal, wo ein Neubau errichtet wurde, eben das Bürogebäude Jond. Das sind etwa so 6 Glaskuben, dreistöckig oder vierstöckig sogar hoch. Und das Interessante ist, die Stockwerke haben eine Deckenhöhe von fast 6 Metern, was es einem erlaubt, eigentlich die Grundfläche zu bespielen, dann mit einem Holzmezzanin, ohne dass man, wenn man zusätzliche Fläche braucht und dieses Holzmezzanin erstellt, ohne dass man dann noch eine Baubewilligung der Baubehörden benötigt. So haben wir 2500 Quadratmeter Fläche geschaffen. Rund etwa 45% davon ist eben diese Holzmezzaninfläche. Die Idee war, völlig flexible, hochmoderne, activity-based Büroflächen zu errichten, ohne fixe Arbeitsplätze, fully wireless. Wir sind dort mit einer Desk-Sharing-Ratio von 70% mal reingegangen. Es gibt rund 27 hoch individualisierbare Sitzungszimmer, das heißt eigentlich von Einzelkabinen bis hin zu den flexiblen Projekträumen, wo es auch bewegbare Möbel gibt. Also es ist eigentlich fast nichts fixiert, um eben auch dem Thema Co-Creation oder agilem Arbeiten Rechnung zu tragen. Wir haben vor allem auf der Technologie-Roadmap, die wir entwickeln, da haben wir viele Projekte und in diesen Projekten, die sind sehr bereichsübergreifend und interdisziplinär gestaltet. Das heißt, wir müssen in relativ kurzer Zeit unterschiedlichste Typologien von Workshops durchführen können, sei es jetzt physisch oder virtuell. Und das war eigentlich die Idee. Gleichzeitig kommt natürlich auch das Thema Employer Branding ins Spiel. Wir wollten ein Zeichen setzen mit diesem Headquarter. Ausstrahlung, Repräsentanzcharakter war wichtig. Und wollten eigentlich auch eben eine neue Kultur schaffen. Es ist klar, als wir das angekündigt haben, dass wir vom Winterthur nach Zürich gehen, da hatten vor allem diejenigen, die eher aus der Ostschweiz kommen, hatten nicht unbedingt zur Freude, weil es ist dann halt nochmals eine halbe Stunde, 40 Minuten weiter weg. Aber ich denke, es ist gut gelungen. Bis jetzt ist für uns ein Leuchtturmprojekt. Wir werden das jetzt, das Konzept selbst, werden wir ausrollen an die anderen 30 Standorte.
interessant zu sehen ist, dass wir jetzt bei einem Flächenbedarf von 8 Quadratmeter pro Mitarbeiter sind. Also wir sind quasi von 25 auf 8 runtergekommen. Jetzt, ich weiß, werden sich viele sagen, ja, 25, das ist ja noch heile Welt. Das stimmt. Ich habe lange bei einem internationalen Finanzkonzern gearbeitet. Dort war so 11 bis 13 Quadratmeter der Standard. Aber ihr kennt alle diese alten Büro-Layouts mit diesen Quadratmeteranzahlen. Also wir gehen hier wirklich in eine neue Welt. Ob wir 8 überall umsetzen können, wird sich dann weisen, auch ein bisschen aufgrund der Grundrisse der anderen Standorte. War für euch eine Option, selbst in einen Coworking Space zu gehen? Also warum seid ihr nicht in so einen Coworking Space gegangen? Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Also einerseits für uns war natürlich der Repräsentanzcharakter, ein Statement zu setzen. Selbst Herr oder Dame der eigenen Flächen zu sein, war für uns schon Thema. Wir wollten auch mitbestimmen, wie wir das ganze Flächenkonzept von den Nutzungen her gestalten. Da gibt es natürlich eben Zonen für ruhigeres Arbeiten, Zonen für etwas lauteres oder Projektarbeit. Wir haben hohe Sicherheitsanforderungen. Das heißt, wir wollten die Flächen auch jetzt nicht mit Dritten unbedingt teilen. Dann war natürlich die Möglichkeit, auch ein bisschen Einfluss zu nehmen auf die Mietzinsgestaltung, die CapEx-Amortisationen über den Mieterausbau. Wir sind jetzt über 10 Jahre sind wir dort drin, fanden dort ein gutes Modell. Wir wollten auch nicht jetzt irgendwie abhängig sein von einem Betreiberrisiko. Wenn du in Coworking gehst, hast du natürlich einen Drittbetreiber. Und was passiert, wenn dieser plötzlich Konkurs geht, dieses Risiko wollten wir eigentlich nicht eingehen. Und eben am Ende des Tages war es ein bisschen eine Philosophie-Geschichte und vor allem auch die Unternehmenskultur und, sagen wir mal, ein bisschen die Kontrolle über die Flächen selbst in Szene zu setzen. Das waren unsere Treiber. Das ist jetzt die Steilvorlage für Daniel und Oliver. Jetzt hat ein Corporate erklärt, warum Coworking für ihn nicht funktioniert. Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne nochmal eine Frage stellen. Und die kam auch aus dem Publikum von Andreas Winkler. Wie geht ihr davon aus, jetzt in der Rezession, dass ihr betroffen seid? Also die Vermutung liegt ja nahe, dass ihr jetzt stärker betroffen seid als andere, weil kurze Mietlaufzeiten, leicht zu kündigen, dafür ist der Flexspace flexibel. Wie gestaltet sich das, Daniel? Haben Mieter gekündigt bei euch? Gibt es Ausfälle? Vielleicht, dass wir dort an der Ecke mal anfangen. Ja, also natürlich gibt es vereinzelt Ausfälle, gibt es Kündigungen, gibt es Verträge, die zur Verlängerung anstehen, nicht verlängert werden. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir im Endeffekt ja als Vermieter agieren und wie viele andere Vermieter auch momentan sich eben Vertragsverlängerungen, Expansionsgespräche schwieriger gestalten, dass geplante Expansionen verschoben werden, dass größere Anmietungen auf Eis liegen. Aber die Bandbreite ist momentan extrem groß. Also wir haben gerade in Berlin 7000 Quadratmeter en bloc an einen Lieferservice vermietet, neues Center, was wir in wenigen Monaten eröffnen werden. Gleichzeitig haben wir den einen oder anderen Kunden, der seine Flächen reduziert. Wir haben beispielsweise in Hamburg ein Startup aus dem PropTech-Bereich oder Fintech, PropTech, sage ich mal, Schnittbereich. Die wollten gerade von 4 auf 13 Büros erweitern und denen ist jetzt im Rahmen von Covid-19 die Finanzierungsrunde weggebrochen und die haben faktisch jetzt nur noch ein Büro, wo wir uns geeinigt haben, dass sie ein komplettes Equipment, die Firma sozusagen in ein Büro komprimieren, alles da lassen und wenn sie wieder Geld haben, kommen sie wieder und wir sozusagen, sie können zurück und sagen wieder mehr Büros nutzen. Also momentan müssen wir einfach ein sehr hohes Maß an Flexibilität gegenüber unseren Kunden zeigen. Aber ich glaube eben, dass wir langfristig oder auch mittelfristig schon davon profitieren werden, weil natürlich im aktuellen Umfeld kein Unternehmen ohne Not langfristige Mietverträge abschließen wird. Also ich glaube, Oliver Hoffmann hat es ja gesagt, die Mietzinsinvestitionen, ich glaube, jeder erwartet, dass der Miet, dass die Märkte nachgeben werden. Vielleicht nicht die Nominalmieten, aber die Inzentivierung wird sich wieder verbessern, sozusagen aus Mietersicht. Das heißt, ich wäre ja auch schlecht beraten, wenn ich jetzt aktuell kurzfristig größere Flächen langfristig anmiete. Also ich glaube, wir werden davon profitieren, dass viele Unternehmen erstmal ihren Flächenbedarf zurückstellen werden, vielleicht auch verkleinern werden. Ich meine, Oliver Hoffmann hat es beschrieben, viele Unternehmen überlegen ja auch, nutze ich jetzt die Krise
auch als einmal Katalysator, um von 25 auf 8 Quadratmeter zu kommen. Kann ich das nutzen auch als zusätzliches Argument? Und vor allem, vielleicht kann ich ja auch so eine, sagen wir mal, Transformation verbinden mit einer neuen Immobilienstrategie, wo ich eben Homeoffice und Flexible Workspace mit einbinde. Und vielleicht, um auf die Frage von Andreas Winkler zurückzukommen, ist Homeoffice für uns eine Gefahr? Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich sitze seit 10 Wochen im Homeoffice und ich habe das Glück oder den Luxus, dass ich hier tatsächlich einen abschließbaren Raum habe, wo meine 4 kleinen Kinder nicht reinkommen und dass ich hier voll ausgestattet bin mit Bildschirm und Stuhl und etc. Aber ich glaube, ganz viele Berufstätige haben diesen Luxus nicht, sowohl was die Ausstattung als auch die Räumlichkeiten angeht. Und von daher, ich glaube, Homeoffice ist eine sinnvolle Ergänzung, ist ein super Tool, um die Work-Life-Balance zu verbessern, um eine Flexibilität für gerade für junge Eltern zu gewährleisten. Aber ich glaube, wir können sozusagen die Lücke schließen. Die Lücke zwischen, ich muss in die Stadt fahren, ich sage jetzt, ich muss nach Zürich reinfahren und ich kenne die Situation sehr gut. Ich habe lange in der Schweiz Finanzunternehmen beraten, als ich noch bei McKinsey war. Also die Fahrzeiten sind da sehr lange im Großraum Zürich. Und wenn ich den Mitarbeiter anbieten kann, du musst nur noch einmal in der Woche ins Head Office nach Zürich. Du kannst 3 Tage in der Woche bei Regos im Winterthur sitzen und den Freitag gehst du ins Homeoffice, dann würde ich behaupten, dass 80% der Mitarbeiter das begrüßen werden. Also von daher, ich glaube, die Zukunft ist nicht ein Entweder-Oder, sondern die Zukunft ist, diese Elemente sinnvoll zu kombinieren. Oliver Lehmann, wie schaut es bei dir aus? Also Mindspace, jetzt kam ja dann noch so von Oliver Hoffmann so ein Seitenwink, ja, die Bonität und wenn dann der Coworking-Anbieter die Grätsche macht. Ich glaube, IVG mit Regus und so wird ja eher so in der alten Welt einsortiert. Eure Peer Group ist eher so WeWork und Knotel. Die haben ja, wie soll ich sagen, interessantes Marketing und interessante Presse gemacht. Ist das positiv oder negativ für euch, letztlich mit denen in einen Topf geworfen zu werden? Und wie seht ihr das, wenn ihr jetzt auf die Rezession schaut? Also wir bekommen Anfragen von unseren Membern, von unseren Corporates auch, die natürlich fragen, hey, wie sieht's aus, wenn wir aktuell unsere Mieten zahlen, zahlt ihr eure Mieten? Das tun wir. Wir zahlen unsere Mieten zu 100%, nicht zu 80, sondern wir zahlen sie komplett, weil ich glaube, das beruht auch auf 2 Seiten, das Ganze. Wir können nur auf der einen Seite von Mitgliedern Mitgliedschaftsbeiträge verlangen, wenn wir auch unsere eigenen Mieten bezahlen. Wir haben schon gesehen, auch jetzt in der Corona-Krise, dass es einige Unternehmen gibt, die sich verkleinern mussten. Ob das Consulting-Firmen waren oder kleinere Startups, ja, ähnlich, was der Daniel gesagt hat, wenn Finanzierungsrunden wegplatzen und kurzfristig Expansion geplant war, dann ist sie natürlich weggefallen. Auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, die auch jetzt ihre Erweiterung jetzt schon planen und auch mit uns unterschreiben, weil es dann Unternehmen sind, die sagen, ich logge mir jetzt schon den Preis ein, den ich habe. Und wir haben große Corporates aus Deutschland, die aktuell mit uns zwischen 2 bis 3 Jahren aktuell direkt verlängert haben. Das heißt, sie sagen, wir brauchen den Space jetzt, wir brauchen den Space in 1 Jahr, wir brauchen ihn noch in 2 Jahren. Es gibt also keinen Grund, uns nicht den Preis direkt zu sichern. Das ist also auch ein Entgegenkommen, glaube ich, von unserer Seite, diese langfristigen Verträge abzuschließen. Denn wenn die Wirtschaft wieder besser läuft und die Preise vielleicht nach oben gehen, dann wissen wir nicht, ob wir uns damit ins eigene Fleisch geschnitten haben oder nicht. Ich würde jetzt erstmal sagen, nein, weil ich glaube, das ist ein Win-Win-Prinzip für beide Seiten. Deshalb, das sehen wir schon. Aber es kommt aber auch darauf an, Homeoffice oder Office Space, was wird sich am Ende durchsetzen? Ich habe jahrelang im Homeoffice gearbeitet, 3 Tage die Woche. Mir haben irgendwann die sozialen Kontakte gefehlt. Und auch da wieder, was Daniel gesagt hat, glaube ich, kommt es darauf an, in welchen Städten man ist als Coworking-Anbieter. Wir aktuell, wir sind nur in den großen Städten, wo auch die Menschen am Ende wohnen. Das heißt, wir sind jetzt nicht dieses Hub-and-Spoke-Model, dass wir dort aus den Städten rausgehen und in B-Locations oder C-Locations sozusagen unsere Investitionen tätigen. Wir haben uns da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, sodass auch unsere Member relativ einfach in unsere Spaces reinkommen können. Und ich sage mal, wenn man sich vielleicht andere Unternehmen anguckt im Coworking-Bereich, wenn man es nicht schafft, 2, 3 Monate solch eine Krise zu überstehen, dann hat man sich vielleicht auch nicht vernünftig genug aufgesetzt, um gewappnet zu sein. Und ich glaube, das haben wir bei Mindspace ganz gut hinbekommen. Die Frage ist es ja, ist es 2, 3 Monate oder sind es 2 Jahre? Also wenn man so typische, ich sage mal, wir haben uns ja in den Brains Vorgängerveranstaltungen über Szenarien unterhalten, da haben alle auf ein Faustszenario gehofft. Wenn man sich jetzt ein paar Daten anschaut, ist es mal zumindest länger. Also wie lang, Oliver Lehmann, glaubt ihr, muss man durchhalten? Ich würde schon sagen, bis Ende 2020 muss jeder durchhalten.
Weil so lange wird es dauern, bis alle Firmen auch wieder ihre Mitarbeiter in die Offices schicken. Man sieht das jetzt gerade in der Presse, die relativ großen Tech-Unternehmen aus Amerika, die halt ihren Mitarbeiter entweder erlauben, ja, lebenslang im Homeoffice zu arbeiten, wo ich nicht glaube, dass sich das durchsetzen wird. Auf der anderen Seite viele große Unternehmen wie in Google, wie in Amazon, wie in Facebook, die jetzt schon announced haben, okay Leute, ihr könnt bis Ende des Jahres zu Hause bleiben. Darüber wissen wir Bescheid. Trotzdem sind es immer noch Firmen, die expandieren wollen, weil sie sagen, wir wollen ja auch wachsen und müssen den Mitarbeitern Fläche zur Verfügung stellen. Aber ich glaube schon, dass wir alle, ja, es kommt jetzt der Sommer, das sind meistens immer etwas ruhigere Monate, dass wir da alle einen relativ langen Atem haben müssen, um da auch gestärkter aus der Krise rauszugehen. Also das Ganze wird nicht im Juni vorbei sein oder im Juli, sondern wird sich noch ein paar Monate hinziehen. Okay. Also ihr seht hier in der Umfrage bei Menti, ob es Upside- oder Downside-Potenzial gibt. Sehen alle natürlich mehr Positives aus der Krise für die Flexspace-Anbieter. Wir haben heute in der Zielgruppe oder an den Teilnehmern sowohl Coworking-Anbieter als auch Kapitalanleger als auch Corporates. Also von daher ist das eigentlich eine ganz schöne Mischung, die da mit dabei ist. Gleich nochmal zurück zu dir, Oliver. Was sind die Beweggründe, weswegen die Leute zu euch kommen, zu Mindspace? Ich würde jetzt mal sagen, die großen Corporates könnten das eigentlich auch selbst. Also du hast vorhin Amazon oder Mercedes oder Ähnliches angesprochen oder Google, weiß ich, in München sitzen auch bei euch mit drin. Warum kommen die zu euch? Würden sie auch selber machen können? Das kann jeder. Ich glaube, auch jeder kann selber ein Haus bauen. Trotzdem holen wir uns eine Baufirma rein und einen Maurer und einen Zimmermann und lassen es von Leuten machen, die sich, glaube ich, damit am besten auskennen. Ich glaube, ähnlich ist es, wenn es zum Flexible Office Space kommt. Es geht nicht nur darum, am Ende ein Büro zu mieten, sondern am Ende, warum nehme ich Flexible Office Space? Den nehme ich, weil ich nicht genau weiß, wie viele Jahre ich im Voraus den ganzen Space brauche. Ja, wenn wir 10 Jahre zurückblicken, dann sahen traditionelle Mietverträge meistens so aus, dass sie 20 Jahre lang waren, teilweise sogar länger. Ich glaube, in der jetzigen Zeit, 2020, wenn man irgendjemand einen 20 Jahre Mietvertrag hinlegen würde, niemand würde diesen mehr unterschreiben. Ja, die längsten Mietverträge aktuell sind irgendwo im Medium zwischen 10 und 12 Jahre. Und selbst das ist für viele Unternehmen zu lang, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wie mein Headcount aussieht. Woher soll ich denn wissen, wie viele Mitarbeiter ich 2021, 2022 überhaupt in meinem Unternehmen habe? Und ich brauche die Möglichkeit zu wachsen, zu schrumpfen, je nachdem, wie der Businessbedarf aussieht. Jetzt auch in der Krise. Natürlich ist es für viele Leute ein Vorteil, in Flexible Office Spaces zu sein. Die einen wollen wachsen, die anderen wollen schrumpfen. Das ist ein Win-Win für beide Unternehmen. Auf der anderen Seite eine Win-Situation für den Flex-Office-Anbieter, da er den Platz zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, ja, jeder könnte natürlich vielleicht auch sich sein eigenes Büro bauen, aber ich glaube, es geht auch nicht nur darum, sich das eigene Büro zu bauen, sondern diese CapEx- und OPEX-Kosten zu vermeiden, um einfach zu sagen, ich will nicht einfach nur oder ich möchte nicht mich um alles selber kümmern, sondern ich möchte eigentlich in ein fertiges Büro ziehen und im besten Fall, weil ich glaube, das war ja auch so bei Oliver Hoffmann so der Grund gewesen, zu sagen, wir bauen unser eigenes Büro, wir wollen unsere eigene Corporate Identity dort drin haben. Auch das bekommt Flex-Office-Anbieter ja hin. Das bekommt ja ein Spaces, ein EWG hin, ein Mühlberg, ein Hotel und ein Mindspace, dass die Offices danach nicht aussehen wie ein Mindspace oder ein Spaces, sondern danach könnte man sagen, oh, das ist ein Office von Adidas oder ein Office von Beiersdorf, von wen auch immer. Und ich glaube, da viele Unternehmen wollen halt da nicht in die Vorleistung gehen und sagen, wir brauchen halt die Möglichkeit, haben wirklich flexibel zu wachsen, einfach je nachdem, wie wir es brauchen. Unternehmen, die sich 2, 3 Offices anbieten und sagen, wir wissen jetzt schon, dass unser Growing Need, den Bedarf, den wir haben bis Ende 2020, irgendwo vielleicht bei 10 Offices liegt, aber wir wissen es aktuell nicht. Und ich glaube, diese finanzielle Luft, die Unternehmen sich dort lassen wollen, ich glaube, das bringt auch viele dazu, in diese flexible oder in diesen flexiblen Bürobedarf, Büromarkt reinzugehen und sich nicht in langfristige Verträge selber einzubinden. Okay. Daniel, ist das bei euch auch so? Ist Flexibilität euer USP? Also oder gibt es noch andere? Also Flexibilität ist sicherlich für die Corporates ein ganz wesentlicher USP, wo so Themen wie Rezeptionsservice, Adresslage, repräsentative, sage ich mal, Bürogebäude weniger relevant sind. Ich meine, die wenigsten Corporates werden jetzt, meine Oliver Hoffmann hat es ja auch erklärt, die wenigsten Corporates werden in einen Coworking-Space ihre Zentrale verlagern, weil es eben nicht den gleichen repräsentativen Charakter hat. Es sei denn, ich miete die Fläche exklusiv. Oliver Lehmann hat es gerade auch gesagt. Natürlich haben wir große Kunden, wie beispielsweise den Erwähnten Liebeservice in Berlin. Der hat ein komplettes Spaces für die nächsten 3 Jahre gemietet. Und das wird natürlich am Ende komplett auf den Kunden zugeschnitten. Das heißt, da wird natürlich das Logo des Kunden an der Tür sein. Und es ist auch kein Geheimnis, dass diese, sagen wir mal, Flächen dann nochmal umgebaut werden. Und vielleicht das ist auch
ein schöner so mal, Link zum Thema OPEX und CAPEX. Also tatsächlich ist unsere Erfahrung, dass die kleinen, ich sage jetzt mal klassischen Business Center Kunden, die Startups, die Einzelkämpfer, die Professional Services Anbieter, dass die tatsächlich sagen, okay, wenn ich ins Business Center gehe, ins Coworking Space, spare ich erstmal die Anfangsinvestition. Ich weiß ja noch gar nicht, ob meine Firma überhaupt funktioniert, ob das mit dem Startup funktioniert. Für die Corporates haben wir eigentlich ganz andere Erfahrungen. Also die Corporates kommen zu uns und sagen, gerade so die Amazons dieser Welt, tolles Center, tolle Lage, aber leider passt das Raumlayout passt überhaupt nicht zu unseren Anforderungen. Bitte alle Wände rausreißen, alle Möbel raus, alles neu und schickt uns bitte danach die Rechnung. Und die zahlen das zusätzlich zu dem, was sie an sozusagen ja, Beiträgen, Mieten für die Räumlichkeiten bezahlt hätten. Also da reden wir teilweise über siebenstellige Kosten, die dann für einen zweijährigen Mietvertrag zusätzlich vom Kunden getragen werden. Also da das Thema Flexibilität ist definitiv der wichtige Treiber und es hat ja zwei Aspekte. Ich meine, Flexibilität, ja, Oliver hat es auch gerade ausgeführt, hat ja zum Beispiel das Thema Wachsen und Schrumpfen, aber was momentan, glaube ich, der große Treiber unserer Branche ist, gerade in Märkten wie Berlin, Köln oder München, ist das Thema Flexibilität auch mit Blick auf die Verfügbarkeit. Sprich, flexibel zu sein, morgen einzuziehen. Also wir haben eine große Anzahl von Corporates, gerade die Amazons dieser Welt sind da ganz typische Beispiele. Da kommt der Anruf aus den USA, Deutschland, herzlichen Glückwunsch, das deutsche Team hat Projekt X gewonnen, stell bitte 100 Programmierer ein und entwickelt in den nächsten 6 Monaten ein neues Produkt X. Dann rufen die im nächsten Moment den P-Accounter an und sagen, ich brauche 100 Arbeitsplätze in München und eigentlich morgen. Am besten schon gestern. Und ich glaube, dieser Aspekt Flexibilität nicht nur mit Blick auf Laufzeit, mit Blick auf die, sage ich mal, Raumgröße, Raumausstattung, sondern auch Flexibilität im Sinne von sofortige Bezugsmöglichkeit ist für die meisten Corporates ganz entscheidend. Oliver Hoffmann, jetzt Frage an dich. Ihr seid der größte Property Manager in der Schweiz, ihr habt alle großen Kunden. Euer Eigentümer ist auch eine börsennotierte Immobilien-AG. Es ist ja total naheliegend zu sagen, mit eurem Marktwissen und eurem Zugang zum Thema Fläche, dass ihr Coworking-Anbieter werdet. Warum seid ihr das nicht? Ja, das stimmt. Wir sind Teil einer börsenkotierten Immobiliengesellschaft, die übrigens eine sehr attraktive Dividende ausschüttet. Und das geht dann natürlich ein bisschen so auch in der Philosophie auf die Tochtergesellschaften rüber. Das heißt, der Druck auf die Profitabilität ist relativ hoch. Deshalb denken wir sehr ökonomisch. Und wenn man sich den Markt hier in der Schweiz anschaut, kann man eigentlich sagen, der Büroflächenmarkt hat etwa 8,8 Millionen Quadratmeter Bürofläche, wovon nach besten Schätzungen, da gibt es ein paar, im Jahr 2023 dieser Anteil von Coworking wahrscheinlich dann etwa 1% betragen wird. Also wir sprechen hier dann irgendwo Größenordnung 80.000 Quadratmeter, 6.500 Arbeitsplätze. Schweizweit gibt es etwa 600.000 Arbeitsplätze von kleinen, mittelständischen und auch größeren Firmen. Also das heißt, ein relativ kleiner Markt. Dann glaube ich, so aus Gesprächen, und wir haben auch einen Business Case dazu mal selbst intern aufbereitet, verstanden zu haben, dass die Lage absolut zentral ist. Man darf nicht vergessen, die Schweiz besteht nicht nur aus Zürich, Genf und Basel, sondern da gibt es halt auch Standorte wie Fribourg, Neuchâtel, Sion und so weiter, da arbeiten auch Leute und das sind nicht die Prime Destinations und dort wird es ein bisschen schwierig, dieses Modell umzusetzen. Dann braucht es sicher den Aufbau eines Reservationssystems, Services, viel Marketing und so weiter. Und ich darf sagen, Wincasa etabliert etwa so alle 2 Jahre eine neue Dienstleistung. Nichtsdestotrotz haben wir Coworking als Dienstleistung vor allem eigentlich aus diesen Gründen, die ich genannt habe und der Wirtschaftlichkeit nicht umsetzen wollen. Da gibt es auch in der Schweiz einige Anbieter, nebst den größeren. Daniel, ihr seid ja hier auch vertreten in der Schweiz, gibt es auch mittlerweile kleinere. Also für uns war primär eigentlich der ökonomische Aspekt der Treiber. Vielleicht darf ich noch etwas ausführen. Ich habe gesehen, es gibt ein paar Fragen auch zum Thema Services, was ja auch Bestandteil ist bei Coworking. Vielleicht nur aus unserer Sicht. Wie gesagt, wir betreiben ja auch selbst Immobilien, unter anderem eben diesen Standort Yond, wo es mindestens etwa 30 Mieter in diesen 6 Gebäulichkeiten drin hat. Wir haben da vor etwa 3 Jahren eine Dienstleistung entwickelt, die nennt sich Arealmanagement, weil das Ganze war ja ein Industrieareal.
Und vielleicht einfach ein paar Beispiele zu Services, wie wir sie jetzt etabliert haben. Einerseits war die Anforderung, ein modernes, nachhaltiges Mobilitätskonzept ins Leben zu rufen. Also wir fördern eigentlich an diesem Standort die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir haben Agreements gefunden mit Mobility, ist ein Anbieter hier in der Schweiz. Und es gibt eigentlich keine fixen oder nur ganz wenige Parkplätze für den privaten Verkehr. Die kann man buchen über ein Reservationssystem, ein digitales. Da stellt auch Wincasa diese digitale App zur Verfügung. Das ist eine Tochtergesellschaft, ein Startup, das wir gekauft haben. Ist eigentlich auch die Grundlage für unser digitales Mieterportal. Also kannst du Räume reservieren, Parkplätze reservieren. Es gibt Catering-Services drauf. Es gibt ein Newsportal, es gibt Zugangsmöglichkeiten. Man kann mit dem Handy die Haupttüren und die Garage aufmachen. Und wir haben im Gebäude selbst auch eine Kita für Kinder, wo du Kinder abgeben kannst. Das war auch noch eine Frage. Also das ist eigentlich ein umfangreiches Konzept. Bin ich überzeugt, Coworking-Anbieter haben solche Sachen auch. Aber nur, um hier jetzt auf Siont bezogen kurz auszuführen, was man dann halt alles auch anbieten muss. Da sind wir eher in der klassischen Rolle eines Property Managers. Ich glaube, ein moderner Property Manager muss solche Dienstleistungen heute anbieten können, ohne jetzt gleichzeitig ein Coworking-Anbieter zu werden. Kommen wir nochmal kurz zu dem Thema Lage, weil das ja schon so eine Frage ist. Und Andreas Wende hat im Publikum auch die Frage gestellt mit dem Thema 1000 Satellites von BASF, die ja so ein Hub-Prinzip verfolgen. Man hat ja in diesem Großraum, in dieser Metropolregion Ludwigshafen, Mannheim, den Rhein dazwischen, also ein paar Verkehrsnadelöhre, und deren Idee war, einzelne Hubs zu schaffen bis, ich glaube, fast bis Neckarsulm rein, so in diese ganze kleine Coworking-Center für BASF-Mitarbeiter und weitere Mitarbeiter aus der Region. Jetzt ist Oliver Lehmann immer nur an diesen Top-Locations. Ich glaube, auch bei Daniel Grimm ist es so, also bei Mindspace und bei Regus. Wie seht ihr so ein Hub-Prinzip? Die Grundüberlegung ist ja dort, Verkehr zu reduzieren und Ähnliches. Ich fange mal bei dir an, Daniel. Ich glaube, ihr habt so eine Marke auch gehabt oder auch in place, die mal eher für Hubs war. Also ich glaube, unabhängig von der Marke, wir haben ja momentan 5 globale Marken, also Regus, Spaces, dann noch HQ, Signature und Number 18, also ich sage mal verschiedene Price Ranges oder Produktangebote, ähnliche Hotellerie, 3 bis 5 Sterne, sowohl Coworking als auch Business Center. Was wir tatsächlich sehr aktiv gemacht haben in den letzten 4 Jahren, war, dass wir mit der Marke Regus, also sagen wir unserem klassischen Business Center im aktuellen Look and Feel, also mein Hintergrundbild ist ein aktuelles Regus Center in Augsburg, dass wir gesagt haben, wir gehen in die B-Städte, teilweise in die C-Städte. Also wir sind in Lübeck, wir sind in Kiel, wir haben in Mannheim, in Heidelberg, in Karlsruhe eröffnet, eben Augsburg, Nürnberg erweitert. Also wir gehen in die B- und C-Städte und ich glaube, das ist wichtig und das deckt sich mit dem Ansatz von BASF. Wir erschließen die relevanten B-Standorte innerhalb der Großstädte. Also wenn ich Hamburg als Beispiel nehme, wo ich sicherlich aufgrund meines Wohnorts sehr aktiv war, haben wir beispielsweise City Nord erschlossen, City Süd, Harburg, Altona. Das heißt, wir sind weggegangen von der Innenstadtlage, wo alle Mitbewerber, nicht nur Mindspace, präsent sind, und haben angefangen, alle relevanten Businessparks zu erschließen, um eben auch näher an die Wohnorte unserer Kunden ranzukommen. Und wir glauben, dass diese Strategie mittel- und langfristig funktionieren wird und dass das auch mehr nachgefragt wird, weil eben das Thema Pendelzeiten, Nähe zum Wohnort, Work-Life-Balance extrem wichtig ist und jetzt glaube ich auch ein Gewicht gewinnt. Und deswegen glaube ich eben auch, die Leute werden vom Homeoffice, wenn sie können, eben nicht zurück in die Zentrale gehen, sondern wenn sie können, werden sie in einen Flexible Workspace gehen, der möglichst nah an dem Wohnort ist. Also ich habe immer davon geträumt, dass ich zu Fuß zum Büro laufen kann. Ist mir nicht ganz gelungen, weil ich jetzt noch ein bisschen weiter rausgezogen bin. Aber ich glaube, die Wunschvorstellung vieler Menschen ist auch so, dass man quasi wirklich ohne groß ins Auto oder in die Bahn steigen zu müssen, ins Büro sich begeben kann, mit dem Fahrrad, zu Fuß, vielleicht auch mit dem Auto ein paar Minuten fährt, aber dass man die Möglichkeit hat, möglichst nah am Wohnort zu arbeiten. Und das werden wir auch weiter ausbauen. Ich glaube aber, und das ist halt auch wichtig, nicht jedes Format, sprich, funktioniert in den B- und C-Standorten. Also ich meine, wir würden niemals ein Spaces in Winterthur öffnen und ich denke auch, das ist der Grund, warum ja auch Mindspace und T-Work und Design Offices sich im Wesentlichen auf die Innenstädte konzentrieren, weil eben großformatige, ich sage jetzt mal,
Center mit Coworking-Anteil in den B- und C-Standorten nicht funktionieren. Also sowohl was die Nachfrage angeht, also was die Struktur angeht. Das fängt schon damit an, dass in diesen Standorten gar keine Flächen gibt, die groß genug wären, um solche Konzepte zu realisieren. Ich gehe mal rüber zu dir, Oliver, weil ihr seid ja quasi die Gegenthese dazu. Natürlich ist jetzt Spaces und Regus auch an zentralen Standorten, aber ihr seid nur an zentralen. Das heißt, der Hub kann nicht funktionieren? Also stimmt, Regus hat sehr, sehr schöne Standorte, gerade auch in Berlin, die sehr, sehr interessant sind. Wir haben irgendwann gesagt, für uns gibt es irgendwo ein Muster, ein Raster, wo wir unsere Standorte suchen. Und wir haben gesagt, wir wollen nah an öffentlichen Verkehrsmitteln sein, sprich U-Bahn, S-Bahn-Stationen und machen dort auch keinen Kompromiss und nehmen maximal 2 bis 3 Minuten Fußweg von der Station ins Büro in Kauf, um halt den Leuten das zu ermöglichen. Klar könnte man jetzt sagen, wenn man aus den Städten rausgeht, ermöglicht man es den Leuten einfacher ins Büro zu fahren, weil man vielleicht näher an seinem Zuhause dran ist. Das setzt natürlich voraus, dass ich nicht in der Stadt wohne. In den letzten Jahren sind Millionen von Millennials in die Städte gezogen. Wenn ich denen jetzt sagen würde, in Berlin, passt auf, unser Mindspace ist in Potsdam und ihr müsstet dafür rausfahren, dauert ca. 45 Minuten, dann würden die das nicht machen. Das heißt, ich glaube, man muss sich dem Bedarf der Menschen da anpassen. Und da kommt es halt auch an. Ich sage nicht, dass Hub und Spoke nicht funktionieren können, auf gar keinen Fall. Ich glaube daran sogar, dass es sehr, sehr gut funktionieren kann. Es kommt auch an, wie das Geschäftsmodell aufgesetzt wird. Wenn man aber die großen Unternehmen sich anschaut, die internationalisieren, die sich Standorte suchen, die wollen repräsentative Standorte haben, auch wenn das ein Google zum Beispiel ist. Ein Google würde aktuell, glaube ich, nicht in Betracht ziehen, würde ich mal unterstellen, in Städte wie Lübeck oder Koblenz zu gehen. Ich würde es jetzt einfach mal so hinstellen, sondern die suchen natürlich dann Standorte und sagen, wie sieht es aus in Berlin, wo sie ihre eigenen Büroflächen haben, wie sieht es aus in München, wie sieht es aus in Hamburg, und die sollen dann natürlich AAA-Lagen sein. Mhm. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, welchen Anbieter oder welche Zielgruppe man anspricht. Die wir bei Mindspace ansprechen, sind die, die halt die Lagen auch in den Stadtzentren suchen. Okay. Ja, wir hätten noch eine ganze Reihe Fragen auch aus dem Publikum. Eine Frage würde ich jetzt euch nochmal mit reingeben aus dem Publikum. Da geht es um das ganze Thema Social Distancing und dünnere Belegungsdichten. Daniel, als erstes so an dich ganz kurz nochmal. Merkt ihr das jetzt schon? Nein, also noch merken wir es nicht. Wir haben natürlich Maßnahmen getroffen, sprich in den Meetingräumen, in den Coworking-Bereichen dürfen nur die Hälfte der Plätze aktuell genutzt werden. Die restlichen Plätze haben wir überwiegend gesperrt, teilweise auch Möbel entfernt. Aber wir haben natürlich anders als beispielsweise WeWork nicht auf extreme Verdichtung gesetzt, jedenfalls nicht im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir müssen momentan jetzt aus den Büros der Kunden keine Möbel herausnehmen, sondern wir haben auch schon davor quasi Quadratmeter vermietet, die man natürlich in Workstation-Preise umrechnen kann, aber faktisch haben wir Quadratmeter mit Service vermietet. Das heißt, wenn der Kunde unser Standardprodukt genommen hat, dann liegen wir mehr oder weniger bei den 8 Quadratmetern, die Oliver Hoffmann genannt hat. Ob das im Einzelfall ausreicht für Social Distancing, muss man schauen. Aber ich glaube, auch da gilt sozusagen, Flexibilität ist Trumpf. Wir können den Kunden, die sagen, ich habe höhere Anforderungen an Social Distancing, ich möchte, dass meine Mitarbeiter zusätzlichen Schutz bekommen, und sei es eine Plexiglaswand zwischen den Tischen, dann können wir das auf Kundenwunsch natürlich umsetzen. Aber ich glaube, momentan warten wir tatsächlich darauf, dass die Kunden zurückkommen. Der Oliver Lehmann hat es auch beschrieben, das fängt langsam an, die Kunden kommen wieder. Aber die Kunden haben uns noch nicht sozusagen genügend Input gegeben, wie sie sich das vorstellen, sondern die fahren jetzt langsam hoch, und ich habe das Gefühl, die meisten fahren eben auf Sicht und schauen, wie die Situation sich entwickelt. Oliver Lehmann, bei dir das Ähnliche? Ist ähnlich. Teilweise sogar sehr kurios. Wir haben viele Mitglieder, die wollen zurück ins Büro kommen und dürfen nicht, weil es die Ansage von deren HQ gibt, dass keiner ins Büro zurück darf. Das heißt, sie sneaken teilweise hier so rein und sagt niemand, dass ich hier gewesen bin, weil ich kann nicht mehr zu Hause sitzen. Nicht jeder hat ein 3- oder 4-Zimmer-Apartment mit einem eigenen Arbeitszimmer, sondern manche wohnen in einer WG oder in einer Einzimmerwohnung. Die sind froh, wenn die rauskommen. Ansonsten Social Distancing, klar, es kommt halt auf, nicht exorbitant, aber Leute fragen danach natürlich schon. Deshalb, wie eingangs erwähnt, wir haben auch unsere Community-Bereiche angepasst, also die offenen Bereiche, Küchenbereiche, Meetingräume und so weiter, wo halt Mobiliar entfernt wurde, um es anzupassen. Beispiel, wenn früher vielleicht 8 Leute in einem Meetingraum gesessen haben, dann ist es ab sofort ein 4-Personen-Meetingraum, erstmal bis auf Widerruf. Wir haben es anders gemacht als die Konkurrenz. Also wir haben jetzt nicht Aufkleber irgendwo an die Möbel rangeklebt, um zu zeigen, wo man sitzen kann, sondern wir haben einfach wirklich das Layout dementsprechend angepasst und Möbel rausgenommen und komplett auch Layoutplans verändert. In den Offices der einzelnen Member kommt es auch darauf an, was der Member möchte.
Es gibt viele Member, die sagen, wir haben ja eh schon genügend Platz. Ja, wir haben Member, die haben, das ist was Oliver Hoffmann den Luxus hatte mit 25 Quadratmeter. Wir haben auch Firmen, ja, die mieten sich 20, 22 Quadratmeter pro Person an. Das ist in Deutschland sehr, sehr generous. Und ich glaube auch nicht unbedingt das Geschäftsmodell. Aber es gibt andere, die haben ihre 6 bis 8 Quadratmeter, je nachdem, in welcher Branche die auch arbeiten, und kommen damit, glaube ich, auch aus, um diese in Deutschland aktuell geforderten 1,50 Meter Abstand zu halten. Letzte Frage an Oliver Hoffmann. Jetzt haben wir gehört, wie die Kollegen in den Standorten unterwegs sind. Also alle zieht es in die AAA-Lagen. Was passiert denn mit dem ganzen Rest? Also ich komme aus München. Wenn ich ein Büro in Unterföhring habe, denke ich mir, bevor ich nach Unterföhring ins Büro fahre, kann ich auch gleich zu Hause bleiben. Wie siehst du das und welche Auswirkungen hat das auf die Standorte in den B- und C-Lagen? Also hast du das Gefühl, dass es da zu einer Verschiebung kommt? Ja, ich meine, es ist ein Trend, den gibt es schon länger. Ich spreche jetzt hier aus der Perspektive des Vermieters oder des Dienstleisters des Vermieters. Wir können natürlich schon beobachten, dass an den dezentraleren Standorten oder sagen wir auch strukturell, wirtschaftlich strukturell schwächeren Standorten die Leerstände über die letzten Jahre zugenommen haben. Und das gilt übrigens nicht nur für Büros, sondern es gilt halt auch für Wohnen. Ihr kennt alle die Bubble-Problematik im Moment, oder wenn sehr viel Geld nach Rendite sucht, dann werden halt auch an Standorten Dinge gebaut, die es nicht unbedingt braucht. Und ich glaube, man muss die ökonomischen Nachfragetreiber gut analysieren. Die werden auch darüber entscheiden, welche Locations zukünftig interessant sein werden oder nicht, nebst den Megatrends. Aber ich glaube, es ist eine Herausforderung an den dezentraleren Standorten. Es gibt natürlich eben kleinere Wirtschaftszentren, die sind interessant, aber auch dort musst du schauen, an welcher Mikrolage bist du. Ich denke, die Schweiz, ich kann nur die Schweiz beurteilen, die ist relativ kleinteilig, die ist ja auch von den Distanzen relativ gut erreichbar. Deshalb glaube ich nicht, dass es in der Schweiz ein Riesenproblem werden wird. Aber ich glaube, die langfristige Verschiebung und ich glaube da auch an die Verschmelzung, traditionelle Büroformen gemischt mit Homeoffice und dann irgendwo dazwischen, geht man mal ab und zu ein paar Tage in ein Büro oder man ist halt eben dann mehr beim Kunden vor Ort etc. Ich glaube, dieser Trend ist ja ein längerfristiger Trend, der wird einfach weitergehen. Und wir sehen das auch wir haben ja auch Corporate Clients, wo man deren Mietverhalten sieht. Und da ist natürlich einerseits Kostenoptimierung spielt eine Rolle, Employer Branding, wie attraktiv bin ich als Arbeitgeber, da spielt der Standort eine Rolle, die Ausstattung, Grundrisse etc. Und dazu, was biete ich meinen Mitarbeitern an, technologisch, Firmenkultur und so weiter. Und das sind die Treiber und das muss man immer gut anschauen. Aber es ist natürlich so, an den dezentralen Standorten bleibt es schwieriger als an einem zentralen Standort. Vielleicht darf ich aber noch ein kleines Beispiel machen, oder? Wir haben zum Beispiel in Genf eine interessante Situation, weil viele Büromieter aus dem traditionellen CBD rausgehen in die Outskirts, eigentlich so der erste Stadtgürtel. Warum? Weil dort jetzt neue Liegenschaften entstehen, da hast du wesentlich höhere Flächeneffizienz, die Mieten sind etwa halb so hoch. Und es ist ein bisschen der Groove, der Vibe, der dort eher spielt. Das ist sehr nahe, auch gut ÖV-mäßig erschlossen. Das heißt, die Innenstadt leert sich dort und viele Nachfrager gehen in diesen Layer im Stadtgürtel. Also es ist eine interessante Verschiebung auch innerhalb der Städte. Okay. Ja, sehr schön. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Teilnahme. Wir sind leicht überzogen. Das ist immer total unglücklich. Ich übergebe jetzt an Roman und genau. Und wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche. Ja, danke schön, Wolfgang. Ich glaube, dass wir überzogen haben. Diese Tatsache haben wir den Referenten zu bedanken, dass sie interessante Thesen aufgestellt haben, interessant argumentiert haben. Wir haben gesehen, dass Corona auch bei Ihnen Spuren hinterlassen haben, deutliche Spuren, bis zu 90% im Homeoffice. Unterhalt der Büroarbeitsplätze wurde aufwendiger, vor allem auch IT-Infrastruktur war ein großes Thema, musste in kürzester Zeit hochgefahren werden. Trotzdem, das hat sich auch durchgezogen, soziale Kontakte sind das Argument für physische Büros. Deshalb schätzen es die Leute auch wieder zurück, in die physischen Büros zu kommen, wo sich dann dieses Verhältnis Homeoffice
physische Office und auch eben Coworking einpendeln wird. Da sieht man sich nicht ein, das werden wir dann noch sehen. Ganz wichtig ist, Unternehmenskultur wird sehr stark gewichtet. Trotzdem werden Flächen massiv reduziert von Vilgasa, stark von 25 Quadratmeter, was vielleicht ein Wert an der oberen Grenze ist, in der Vergangenheit angesiedelt, auf 8 Quadratmeter pro Arbeitsplatz, was auch die anderen beiden Referenten so etwas gesagt haben, sei so etwas der Standard heute. Die Frage ist natürlich dann, sorgt Corona für eine erneute Erhöhung dieser Arbeitsfläche aufgrund des Social Distancings? Auch Flexible Space Anbieter sind betroffen, das haben wir gehört. Kurzfristig gab es Kündigungen. Langfristig sehen sich beide Coworking-Anbieter aber im Vorteil, insbesondere aufgrund der Kosten, aber noch wichtiger aufgrund der Flexibilität, der das starke Argument offensichtlich ist für ihre Kunden. Also entweder oder ist nicht die Frage, sondern eine Kombination, das sieht man hier, Homeoffice und Flexible Workspace kombiniert und da ist die große Frage, dann kann man die Vorteile beider Konzepte verbinden oder muss man sich da mit den Nachteilen rumschlagen. Ich glaube, die Vorteile, die sind doch schon sehr groß, dass das gelingen könnte, dass man die Vorteile verbinden kann. Ausblick unserer Referenten, bis Ende 2020 wird es schwierig bleiben, Homeoffice wird aktuell bleiben. Die Zuschauer sind da optimistisch, denn sie haben in unserer Umfrage gesagt, dass sie ein großes Upside-Potenzial für Coworking sehen. Das dürften unsere beiden Referenten aus dieser Ecke mit Genugtuung gesehen und wahrgenommen haben. Nochmals herzlichen Dank. Ein Hinweis noch auf unsere vergangenen Diskussionen, die man nachschauen kann auf unseren Websites, Buildworld, Swiss PropTech und Swiss Circle. Und noch ein letzter Blick in die Zukunft. Das nächste Real Estate Brains zum Thema Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit mit Professor Dr. Wilhelm Bauer vom Fraunhofer Institut, Dr. Ivo Fugger, Präsident Digital Switzerland und Marianne Janik von Microsoft Schweiz, Managing Director, Dienstag, 26. Mai, Punkt 8 Uhr morgens. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Woche und ich hoffe, wir sehen uns wieder in genau einer Woche. Also, besten Dank. Tschüss. Tag. Ciao, ciao. Danke. Ciao.